In diesem Video will ich euch jetzt zeigen, wie die Schulaufgabe hätte gelöst werden können oder die Kurzarbeit hätte gelöst werden können. Da waren einige Fehler drin, ihr müsstet schauen, dass ihr das Zeug wiederholt, was ihr nicht gekonnt habt. Aber schauen wir es uns erstmal an, was alles so falsch gelaufen ist. Bei dieser Aufgabe, da ging es darum, dass man den Achsenabschnitt abliest. Also man hat jetzt zum Beispiel hier den Achsenabschnitt erstmal ablesen können bei der Geraden G1, denn an der Stelle ist ja geht die Gerade durch, genau durch einen Y-Wert. Also ist der T-Wert schon mal minus 2. So, die Frage ist jetzt, wie kommt man auf die Steigung? Man geht doch bei irgendeinem Punkt los und schaut dann, dass man auf einen weiteren Punkt kommt. Ich habe jetzt mal zum Beispiel dieses Steigungsdreieck rausgenommen, weil hier an der Stelle der Punkt zum zweiten Mal auf ein Koordinatensystem trifft. Und da geht man doch 2 nach oben und 3 nach links. Und das, was nach oben gegangen wird, steht im Zähler und das, was nach unten gegangen wird, steht im Nenner. Also müsste hier das als, upsala, jetzt funktioniert es nicht, Stift raus, Pfeil hin, Moment, und wir hätten 2 durch minus Drittel schreiben müssen, minus 3 schreiben müssen, also minus 2 Drittel, 2 nach oben und 3 nach links. Man hätte natürlich auch 2 nach unten und 3 nach rechts, nur das ist natürlich auf der Zeichnung nicht dargestellt gewesen. Also es wäre fast nur dieses Steigungsdreieck gewesen. Und dann kann man aus diesen beiden abzulesenden Parametern die Geradengleichung aufstellen. Minus 2 Drittel als Steigung und minus 2 als Achsenabschnitt. Das wäre schon der Punkt gewesen. Bei der zweiten Gerade, da haben wir einen Achsenabschnitt gleich 3. Und da geht es jetzt wieder darum, dass wir ein Steigungsdreieck hinbekommen. Also zum Beispiel gehen wir doch hier rüber und dann nach oben. Das heißt, wir haben hier 2 stehen und wir haben hier 1 stehen. Und oben steht der y-Wert und unten der x-Wert. Also wäre das Ganze 2 Eintel gewesen. Das wäre eigentlich ziemlich leicht zum Ablesen gewesen aus beiden Aufgaben. Und daraus hätte man dann beide Geradengleichungen super erstellen können. Das wären 2 Punkte gewesen, die leider von euch nicht sehr viele haben. Und das ist eigentlich traurig, weil wir das echt gut geübt haben. Bitte das nochmal wiederholen, wenn man nicht weiß, wie man von einer Geraden die Steigung bzw. den Achsenabschnitt abliest. Bei der Aufgabe 2 haben wir 3 Geradengleichungen gehabt. 2 davon sind ziemlich leicht abzulesen. Die dritte, da müssen wir noch ein bisschen was tun, denn da steht das y noch nicht links, so wie hier dran. Wir müssen also das y erst in die Richtung bringen und das 2x auf die andere Seite bringen. Dann nämlich erst steht y ist gleich dran. Daraus wird aus dem 2x ein minus 2x und nur so kann ich das Ganze dann lösen und oder beziehungsweise zeichnen. So, wie zeichne ich das jetzt? Die Gerade G1 hat einen Achsenabschnitt von minus 2 und eine Steigung von 3, also quasi 3 Eintel. 3 Eintel heißt 1 nach rechts und 3 nach oben. Hier wäre der zweite Punkt. Dann wäre die Gerade schon fertig. Bei der G2, da ist natürlich ein Fiesling drin. Minus 1 ist der Achsenabschnitt und die Steigung ist hier keine Zahl, aber da steht doch eine minus 1 davor. Also minus 1 Eintel. Das heißt, ich gehe 1 nach oben oder 1 nach gehen wir mal 1 nach oben und dann 1 nach links, dann lande ich hier. Oder ich gehe zuerst 1 nach unten und dann nach rechts, lande ich hier. Ich lande auf jeden Fall auf der richtigen Geraden. So hätte man sie einzeichnen können als zweiten Punkt. Und die Gerade G3, die hat man erst umgewandelt. Da muss man den Achsenabschnitt 0,5. Dann haben wir minus 2 stehen, das sind minus 2 Eintel. Das heißt, ich gehe zum Beispiel 2 nach unten, bin ich hier. Und 1 nach rechts, dann bin ich hier beim zweiten Punkt. Oder ich gehe 2 nach oben, bin ich hier und 1 nach links, weil ich muss ja das Minus irgendwo unterbringen. Dann hätte ich den zweiten Punkt gehabt. Also Geradengleichung einzeichnen, das muss auf jeden Fall wiederholt werden von denjenigen, die es nicht haben, weil da kommen wir nicht drum rum. Bis zur Abschlussprüfung muss sowas immer wieder gekonnt werden. Punkteverteilung, ich habe 3 Punkte auf die Geraden, einen Punkt auf die Umrechnung der Geraden und auf Sauberkeit des Koordinatensystems gab es auch einen Punkt. Bei der Aufgabe 3a, da hatten wir Punkt und Steigung. Und wir wissen doch von der Geradengleichung her, das Ganze lautet y ist gleich, ich muss es jetzt mit der Maus machen, m mal x plus t. So, was haben wir hier gegeben? Wir haben den x-Wert gegeben, der steht hier. Wir haben einen y-Wert gegeben, der steht hier. Und wir haben die Steigung gegeben, die steht hier. Das heißt, wir können das alles einsetzen und erhalten genau diese Gleichung. Also y-Wert hier, Steigung hier, x-Wert hier. Und dann können wir es nach t auflösen. Das da hier ergibt minus 2. Und wenn ich die minus 2 rüberbringe auf die andere Seite, steht da gleich 1. Viele von euch haben die 2 richtig rausgebracht, aber haben das Minuszeichen hier vergessen. Völlig unverständlich. Jetzt haben wir eine Steigung und einen Achsenabschnitt. Wir können wieder, wie bei der ersten Aufgabe, eine Geradengleichung aufstellen.
zwei Punkte gab es drauf, einen Punkt darauf, einen Punkt auf das T, also einen Punkt, wenn man es nur richtig einsetzt, halber Punkt, um nach T aufzulösen und dann die Geradengleichung aufstellen, nochmal einen halben Punkt. Bei der zweiten Aufgabe waren zwei Punkte gegeben, das heißt, wir müssen halt noch die Steigung berechnen. Aufpassen, wenn wir minus 3 rechnen, müssen wir minus minus 3 rechnen, weil ja yb minus ya ein Minus dazwischen steckt und das yb wieder ein Minus ist. Also entsteht hier 6,5 und das gleiche gilt für unten, da wird dann auch ein Plus draus, gibt 13. Wenn man das natürlich kürzt, kommt 0,5 raus, das sollte man schon erkennen, dass das die Hälfte voneinander ist. Dann habe ich eine Steigung und einen Punkt, das heißt, es ist das gleiche wie hier dran. Ich muss einfach irgendeinen Punkt nehmen, hier unten einsetzen und die Steigung dazu nehmen, weil was noch fehlt, ist nämlich der Achsenabschnitt T. Und nach dem kann ich wieder auflösen, wenn ich diese Geradengleichung nehme. Das hier vorne gibt minus 4, mit plus 4 bringe ich es auf die andere Seite, dann steht t ist gleich 1 dran oder 1 ist gleich t, das ist ja das gleiche. Und hier kann ich wieder die Geradengleichung hinschreiben. Einen Punkt auf die Steigung, einen Punkt auf den Ansatz, halber Punkt wieder wie hier drüben auf den t ist gleich und auf die Geradengleichung wieder einen halben Punkt. Schade, da haben viele Punkte liegen lassen, aber das war genau das, was wir geübt haben, lange geübt haben und auch bei Betamax geübt haben. Was mache ich mit verschiedenen Angaben, um dann auf eine Geradengleichung zu kommen. 4. Da war ein Punkt und eine Geradengleichung und ich soll feststellen, ob es drauf liegt. Naja, was mache ich? Ich setze einfach x und y dafür ein. Y hier an der Stelle, wo y steht und x hier, wo x steht. Und dann schaue ich, ob es rauskommt, was da links und rechts steht. Also hier habe ich minus 8, plus 4 gibt minus 4, dann würde dran stehen, 3 ist gleich minus 4. Das stimmt aber doch nicht. Also kann dieser Punkt diese Geradengleichung nicht erfüllen. Es hätte eine wahre Aussage rauskommen müssen. Also ist der Punkt P nicht Element von G. Zwei Punkte hätte es darauf gegeben, haben auch viele nicht. Bei der Aufgabe 5, da hatten wir eine Geradengleichung. Ich schreibe sie vielleicht kurz nochmal hin. Y ist gleich minus 2x plus 1002. Klar, ich habe eine gewählt, die man nicht zeichnen kann, dass man trotzdem auf die Punkte kommt. Aber was machen da viele? Viele von euch machen Murks. Man hätte eigentlich nur x einsetzen müssen. Irgendwas, zum Beispiel die 0, wie ich es hier gemacht habe. Dann gibt es hier vorne 0 und für y bleibt 1002 stehen. Oder ich nehme einen Wert 1, setze den hier ein, dann steht hier minus 2, also ziehe ich von 1002 2 ab und y ist 1000. Das wäre es bereits gewesen. Also da habt ihr leider echt viel Mist gebaut. Es ist doch so, dass auf einer Geradengleichung immer alle y- und x-Werte drinstehen, die das Ganze erfüllen. Also hätte ich doch nur irgendwas wählen müssen, denn es ist ja für alle x-Werte erfüllt, was da passiert. Ja, schade, das war natürlich ein Transfer, gab aber auch jeweils bloß einen halben Punkt, also einen Punkt, den man hier bloß verlieren konnte. Bei der Aufgabe 6, a und b, da war eine Steigung gegeben, m gleich 0,5 und wann ist sie parallel? Na klar, wenn die Steigung wieder gleich ist. Also ihr musstet nur eine Steigung angeben für m ist gleich 0,5, die gleiche und schon hat er einen Punkt gekriegt. Bei der zweiten ist etwas schwieriger. Da ist doch so, wenn die Steigung von einer Geraden multipliziert mit der Steigung von einer anderen Geraden, muss ich den Zweier mal noch schöner machen, minus 1 ergibt, dann sind sie senkrecht. Das heißt, ich setze hier einfach mal den Wert ein, den ich schon kenne, 0,5 mal m2, also das, was ich noch nicht kenne, und das muss minus 1 ergeben. So, und das ist eine Äquivalenzumformung. Ich teile durch 0,5 und dann bleibt für m2 gleich minus 2 stehen. Denn ich muss ja durch 0,5 dividieren. Aufpassen, dass man das Vorzeichen hier mitnimmt, das haben viele von euch vergessen. Die Punktung wäre halt eher einfach, und das fand ich, war eigentlich schon geschenkt, man hätte hier nur das Video anschauen müssen, wie es denn mit der Steigung und so weiter ausschaut, dann wäre man da locker drauf kommen. Zwei Punkte gab es hier, wenn man sie verloren hat, das ist ganz schön viel. Bei der Aufgabe 7 war eine Aufgabe, wo der einfach abspringt und dann ist die Frage, bei der Zeit 0, also wo er noch nicht abgesprungen ist, wie weit ist er denn oben? Ist klar, 240 Meter, weil das ist gerade der Y-Achsenabschnitt, da wo die Gerade beginnt und oder bei der Y-Achse beginnt und das ist 240, weil den Punkt kann man hier hinten rauslesen. Und die Frage ist, wann landet er? Das ist doch genau dann, wenn der y-Wert 0 ist, also wenn er unten bei der x-Achse dran ist. Wir hatten ja so ungefähr, hat die Gleichung ausgeschaut und dann war das natürlich hier abgekürzt. Aber wenn er landet, müssen wir uns das Ganze doch nur erweitern und dann brauchen wir genau den Punkt hier, also wann der y-Wert gleich 0 ist. Und das wäre eigentlich recht leicht gegangen hier, indem wir einfach hier den y-Wert gleich 0 setzen. Dann nach x auflösen, also erst 240 auf die andere Seite mit minus 240, durch minus 4 teilen, dann wäre der x-Wert an der Stelle 60.
Heißt also, nach einer Minute ist er wieder gelandet. Das alles wäre wirklich nicht schwierig gewesen. Ihr müsst dringend wiederholen das Zeug, wenn ihr was nicht könnt. Vor allem die 5er und 6er. Und eins muss ich euch leider sagen. Jetzt habt ihr schon eine Verbesserung, aber das ist echt noch erbärmlich, was dabei rauskommen ist. Die Bepunktung am Schluss fehlt natürlich noch. Die zeige ich euch noch kurz. Die schaut wie folgt aus. Da hätte mehr rauskommen müssen und ihr müsst leider echt mehr tun. Aber es war zumindest schon mal bei vielen eine Verbesserung. Vor allem bei den Jungs. Mädels, ein bisschen mehr tun.